Ich weiß nur nicht, was das bringen soll, aber machen wir mal. Nee, die brauchst du, die gebe ich nicht her. Die Mitschriften sind auch sinnlos. Bambusrohr. Was müssen wir denn? Für diese Blume ist das Loch zu klein, Gott sei Dank. Die Dinger können wir durchreichen. Und das Fröschlein können wir auch nicht da drauf setzen. Okay, jetzt haben wir alles gegeben, was ging. Mal gucken, ob sie irgendwas damit basteln kann. Die blaue Flagge, die im Lager wehte. Wie gut, dass Max nicht weiß, was das für eine Flagge ist. Was ist es denn für eine? Will Max mir etwas damit sagen, dass er mir einen Luftballon zusteckt? Na, auf die Erklärung bin ich dann aber mal gespannt. Rote Folie. Max hat sich anscheinend sehr gelangweilt. Oder einfach wild alles probiert, was ging. Leicht verbogene und zum Teil angesenkte Zeltstangen. Ich vermute, die hat Max aus dem Lager mitgenommen. Zwei Leuchtstäbe stammen vermutlich aus meinem Rucksack. Ein langes und ausgehöhltes Bambusrohr. Ich weiß nicht genau, wie diese Beeren heißen. Ich weiß nur, dass die Einheimischen sie benutzen, um sich für ihre rituellen Tänze in Trance zu versetzen. In Trance versetzen. Also müssen wir dem die irgendwie zukommen lassen. Einmal genau zielen. Treffer versenkt. Wir müssen den irgendwie benebeln. Loch geht nur, dass wir es zurückschicken, ne? Das ist nicht so optimal gerade. Kann sie irgendwas kombinieren? Ist jetzt die Frage. Ich meine, mit dem Zeug könnte man. Aufspießen kann ich mit dem Rohr nichts und ansaugen wird bei Bananen und Orangen kaum funktionieren. Ich werde mich also mal an einer Himbeere versuchen. Und das hört er nicht, natürlich. Himbeere erfolgreich angesaugt und kaum beschädigt, nur leicht angesabbert. Können wir die in die Nische packen? Hier was für dich. Nicht gerade das, was ich mir unter tropischen Früchten vorstelle. Egal, wir versuchen das mal. Nein, können wir nicht. Das ist ja doof. Was will er mit einer Himbeere? Irgendwas kombinieren. Wir können das ja noch mal versuchen. Himbeeren kann man sich ja auch kochen. Die Dinger irgendwie ins Feuer. Ja, Loch heißt zurückgeben. Ich könnte ihm damit zeigen, wo es lang geht. Aber ich befürchte, dass es dafür längst zu spät ist. Schade, war eine Idee. Den können wir Max auch geben. Vielleicht braucht er ihn irgendwie mal. Max, ich habe hier was für dich. Irgendwie mal ist gut. Sams Kompass. Dazu sagst du gar nichts. Können wir den da reinlegen? Mann, was tun wir denn in diese Nische? Mehr haben wir hier auch nicht zum Angucken, ne? Nope. Ach, Mann. Was können wir noch tun? Irgendwas. Die Dinger, nein. Sie kann Mein Bedarf sich, an Himbeeren ist erstmal gedeckt. könnte sich noch eine nehmen, aber
Und sie kann das alles zurückgeben mit Licht- und Toneffekten. Ja nun. Wir müssen den Typ dazu kriegen, dass er die Beere benebelt wird. Hallo? Hören Sie mich? Ja, was ist los? Oh. Sie haben wirklich ganz schön Schiss vor dieser Fratze, oder? Ich? Quatsch. Na, na, na. Nicht lügen, sonst wird die schreckliche Fratze lebendig und Sie für Ihre Sünden bestrafen. Hör auf. Hör sofort auf damit. Ich will davon nichts hören. Die Fratze wird mir nichts tun. Das hoffe ich wenigstens. Bitte lass mich in Frieden mit diesem schrecklichen Ding. Aber Junge. Könnten Sie mir unter Umständen etwas Obst aus der Schale abgeben? Was soll's denn sein? Ich schätze mal, der wird's selber essen, oder? Wie wär's mit einer dieser leckeren weißen Beeren? Kenne ich nicht. Und was ich nicht kenne, esse ich nicht. Und du bekommst auch nichts. Was ich nicht kenne, esse ich nicht. Hallo? Wir versuchen das nochmal mit was anderem. Ja. Könnten Sie... Was soll's? Eine Orange wäre toll. Ja, Orangen sind richtig lecker. Ich werde gleich mal eine essen. Der blöde... Hallo? So, wir versuchen es nochmal mit den anderen Sachen. Ja. Was soll's? Könnte ich... Nein, aber ich werde mir mal eine gönnen. So, dann nochmal Himbeere und dann versuche ich nochmal die weiße Beere. Weil... Hallo? Alles, was ich will, ist der. Was soll's? Ich hätte... Eine Himbeere? Geht leider nicht. Ja, sorry, wenn ich das wegklicke, aber irgendwie... Ihr könnt's ja lesen. Ich war da gerade etwas zu voreilig. Hallo? Und jetzt versuche ich nochmal... Ja. Ich immer dachte, er sagt immer das Gleiche. Was soll's? Nochmal. Wie wär's mit einer dieser leckeren weißen Beeren? Kenne ich nicht. Und was ich nicht kenne, esse ich nicht. Und du bekommst auch nichts. Wir brauchen die Himbeere zurück. Puh, Max, wir brauchen unsere Himbeere zurück. Können wir da so eine weiße Beere reinstecken? Ja, gib ihr die Himbeere wieder. So. Ich stecke eine der kleinen weißen Beeren mal in die Himbeere. Andersrum wird's nämlich... Richtig. Einmal genau zielen. Bingo. Treffer. Und jetzt... Hallo? Genau, jetzt verlangen wir noch mal eine Himbeere von ihm. Ja. Wir haben das Prinzip ja verstanden. Was wir wollen, ist er. Es wäre geradezu sensationell, wenn ich eine leckere Himbeere bekommen könnte. Wäre das im Bereich des Möglichen? Was ist los? Ich haben kann Himbeere? Nein, aber ich kann. Okay. Was ist das? Was ist was? Mir wird so komisch. Es wird so hell. Alles ist so... Schrecklich hell. Und der Boden, er kommt immer näher. Die Fratze, sie hat sich bewegt. Ich hab's genau gesehen. Sie hat sich bewegt. Oh, was passiert mit mir? Jetzt ist er bereit für die wirklich großen Visionen. Oh, wie ich meine Rache genießen werde. Also Fröschlein und die Dinger ins Gesicht. Max, ich hab hier was für dich. So, jetzt können wir das tun. Die wirklich großen Visionen. So, wo stecke ich die Dinger denn am besten hin? Nase? Ja, Nase. Aber tu Sam nicht weh, also wenn die Dinger dann zünden oder so. Ach so. Was ist das? Sie speit Feuer aus ihren Nasenlöchern. Nein! Weg! Hey, ich muss hier weg. Ich dreh durch. Sie wird mich zerfetzen! Nein, das gibt's nicht. Das Ding ist aus Stein und es kann keine Funken aus der Nase versprühen. Ich darf bloß nicht hinschauen. Wenn ich immer schön geradeaus schaue, kann mir das Ding gar nichts anhaben. Oh, bitte, lass es so sein. Fröschlein!
Mist, der Typ war so nah dran, vor lauter Panik gegen den nächsten Baum zu laufen. Nur noch ein bisschen mehr, dann habe ich ihn bereit. So, schauen wir mal. Die Show kann beginnen. Ich will ein Kind von dir. Hier und jetzt? Vielleicht sollten wir doch erstmal sehen, dass wir von hier verschwinden, bevor die Wache sich von ihrer Panikattacke erholt hat oder sein Kollege zurückkommt. Immer diese leeren Versprechungen. Ja, schlimm. Lässt du mich trotzdem raus? Ungern. Bevor du es dir anders überlegst und mich gleich wieder einsperrst, nichts wie weg. Warte mal, ich glaube, die Wache hat da was verloren. Was ist das? Keine Ahnung, sieht merkwürdig aus. Im Tempelraum gibt es eine zweite Tür und die konnte ich nicht öffnen. Direkt daneben ist eine Vertiefung in der Wand. Vielleicht passt das Ding da rein. Du willst wieder in den Tempel? Ich bin mir nicht sicher, aber andererseits wüsste ich schon gerne, was hier eigentlich los ist. Diese Typen, wer auch immer sie sein mögen, müssen ja einen Grund haben, deine Ausgrabungen zu behindern und dich, nachdem das nicht gereicht hat, einfach komplett aus dem Verkehr zu ziehen, indem sie dich gefangen nehmen. Ja, bestimmt, aber du weißt schon, dass hier noch mindestens zwei bewaffnete Wachen rumlaufen, oder? Schon, aber die wissen ja nicht, dass es mich noch gibt. Die Betonung liegt auf noch. Max, wir müssen hier weg. Ja, vermutlich hast du recht. Aber wie? Mein Wasserflugzeug haben diese Typen bestimmt gefunden und fluguntauglich gemacht. Na prima. Und jetzt? Ich weiß auch nicht. Hör zu, du kennst dich hier doch einigermaßen aus, oder? Auch was die zuständigen Behörden auf dem Festland angeht. Ja, schon, aber... Also ich bin zum ersten Mal hier, kenne keinen Menschen und spreche nicht mal die Landessprache. Du machst dich jetzt auf in Richtung Küste und versuchst ein vorbeifahrendes Schiff auf dich aufmerksam zu machen. Dann gehst du zur Polizei und holst Verstärkung. Aber nicht nur ein oder zwei unbewaffnete Polizisten, sondern am besten gleich eine ganze Armee. Ich warte hier so lange und schaue mich noch ein bisschen um. Und wenn die Wachen zurückkommen? Dann verstecke ich mich bis zu deiner Rückkehr. Kann ja im Dschungel nicht so schwer sein. Das sollte sogar ich schaffen. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Hast du eine bessere Idee? Ich meine, außer hier so lange zu diskutieren, bis die Typen zurückkommen und uns beide über den Haufen schießen. Nein, leider nicht. Okay, dann beeil dich. Ich hatte heute noch kein Frühstück. In Ordnung. Aber versprich mir bitte, dass du vorsichtig bist und dich sofort versteckst, wenn Gefahr droht. Mach ich. Und jetzt ab mit dir. Der Schlüssel könnte tatsächlich passen. Was sich wohl dahinter befindet? Muss ja eigentlich irgendwas Großes sein. Sonst hätten die Jungs von Puritas Cordis nicht so einen Aufwand betrieben, um Sam von hier zu verjagen. Dann wollen wir mal. Ach du Scheiße. Was wollen die mit dem riesigen Ding denn sprengen? Die ganze Insel? Was ist denn hier passiert? Wo ist die Gefangene? Und wo ist mein Kollege? Ich gebe Messer mal der Zentrale Bescheid. 07 an Zentrale, bitte kommen. Die Sache scheint aus dem Ruder zu laufen. Die gefangene Wissenschaftlerin ist verschwunden und ihr Bewacher auch. Ich fürchte, hier laufen noch mehr Saboteure rum. Sind Sie sicher? Okay. Geben Sie mir 2 Minuten, um unsere Jungs zu alarmieren. Dann können Sie die Fernzündung einleiten. Ach du. Die Bombe. Die haben das Ding ferngezündet. Ich muss hier raus. Musst du wohl. Aber was wollen die sprengen und warum? Umlegen oder mitnehmen? Mitnehmen. Umlegen können wir ihn später immer noch. Die Ruinen von Gatineau. Sicher, dass wir hier richtig sind? Ich befürchte schon. Na, das kann ja heiter werden. Wo sollen wir denn hier etwas finden? Ich meine, etwas, das nicht aus Stein und Schutt besteht. Gute Frage. Aber wir müssen einfach den Glauben haben, dass es uns gelingen kann. Und wo nehmen wir diesen Glauben her? Also bei Ihnen ist das ja relativ offensichtlich, aber mir fehlt er ehrlich gesagt im Moment ein wenig. Wollen Sie einfach so aufgeben und sich in Ihr Schicksal fügen? Da ist was dran.
Schließlich können wir uns ja auch später noch in Ruhe zurücklehnen und die über uns hereinbrechenden Katastrophen genießen. Schauen wir uns noch einmal an, was Schwester Elise geschrieben hat. Vielleicht finden wir ja einen Hinweis. Hier steht, der Schlüssel lag all die Jahre gut versteckt in den Ruinen von Gatineau. Und der Heilige, der mir den Weg dahin wies, erschien mir jede Nacht im Traum. Der Heilige? Fragen Sie mich nicht. Ich weiß auch nicht viel mehr als Sie. Vorschlag. Ich schaue mir den Brief nochmal in Ruhe an. Vielleicht wurde irgendetwas falsch übersetzt und wir haben einen Hinweis übersehen. Sie halten in der Zwischenzeit Ausschau nach allem, was auch nur ansatzweise an einen Heiligen erinnern könnte. Bleibt die Frage, welcher der beiden Strohhalme, an die wir uns da klammern, einen erbärmlicheren Eindruck macht. Versuchen Sie es einfach mal mit etwas Glauben. Woran ist eigentlich nicht entscheidend, aber ohne Glauben kommt man nicht weit im Leben. Ja, ich weiß. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich mache mich dann mal auf die Suche nach dem mysteriösen Heiligen. Wenn Sie eine etwas heißere Spur als diese hier haben, dann erlösen Sie mich bitte von meiner Suche. Mache ich. Versprochen. Ach, bevor ich's vergesse, dem Brief von Elise lag noch eine seltsame Skizze bei. Keine Ahnung, was sie darstellen soll, aber vielleicht hilft sie Ihnen bei der Suche. Okay, wir haben wieder was notiert. Da schauen wir erstmal rein. Oh, leeres Inventar. Die Suche beginnt. Gatineau. Nina und David Corell sind in den Ruinen von Gatineau angekommen. Doch wo sollen sie nach dem von Schwester Elise beschriebenen Schlüssel suchen, mit dem sich die angeblich bevorstehenden Katastrophen möglicherweise doch noch abwenden lassen? In dem Brief von Schwester Elise ist die Rede von einem Heiligen, der ihr jede Nacht im Traum erschien und ihr den Weg zu dem Versteck wies. Doch wo soll man hier nach einem Heiligen suchen? Och, da findet sich bestimmt was. Gut, dann würde ich sagen, wir gucken nochmal auf die Skizze. Diese Skizze lag dem Brief von Schwester Elise bei. Aha. Muss man das entwirren? Das sind alles hier, wie nennt man es, Rauten? Oder, also so, Vierecke halt, die irgendwie aneinander gereiht sind. Hier nicht ganz, aber es bilden sich immer irgendwelche Vierecke aus den Linien und in der Mitte überlappt ein großes. Und das hier ist, nee, hier fehlt die Verbindung. Na gut, wir werden es hoffentlich noch erfahren.